Hey Leute, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, das Dschungelcamp startet morgen am 10. Januar endlich in die 14. Staffel. Okay, Spaß beiseite, ich bin jetzt persönlich eigentlich nicht so ein Fan davon, aber ich würde mal gerne wissen, freut ihr euch auf den Start? Stimmt hier oben mal in der Infokarte ab. So, jetzt aber mal zu dem ernsten Thema vom Video. Viele von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, Dschungelcamp soll es abgesagt werden oder nicht. Viele Politiker sind dafür. Da fragt man sich, was jucken sich Bundestagsabgeordnete für eine RTL-Reality-Show? Ja, es geht darum, dass sie natürlich in Australien stattfindet, im Dschungel. Und in Australien, habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen, wüten derzeit sehr starke Buschbrände. Durch diese Brände sind schon über 1 Milliarde Tiere gestorben und das qualvoll. Manche Menschen haben auch ihr Leben leider verloren. Und viele sind sehr schwer dadurch verletzt worden. Natürlich sind auch die Häuser abgebrannt. Viele sind auch noch bedroht davor abzubrennen. Und das ist natürlich wirklich schlimm für das Land Australien. Deswegen fordern viele Politiker, dass RTL die Sendung absagen sollte für dieses Jahr. Einfach aus moralischer Sicht her. Denn man muss es so sehen, die machen da eine Unterhaltungsshow, währenddessen ein paar Kilometer, genau genommen 50 Kilometer weiter weg, qualvoll irgendwelche Tiere sterben und Menschen vor ihrem Leben fürchten müssen. Ich finde, man sollte die Sendung nicht unbedingt absagen. Trotzdem habe ich eine Bitte an euch. Unterschreibt die Petition, die ich an RTL gestartet habe, damit sie wenigstens die Einnahmen, die sie durch das Dschungelcamp 2020 erzielen, an die wohltätigen Organisationen, die gegen die Brände kämpfen in Australien, spendet. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, ist ein CDU-Politiker, beziehungsweise ein ehemaliger CDU-Politiker, dieses Jahr beim Dschungelcamp dabei. Genau genommen ist es Günther Krause. Er war von 91 bis 93 Bundesminister für Verkehr. Aber er hat wahrscheinlich sogar noch mehr Skandale als Erfolge erzielt. Denn er ist 1993 als Politiker, beziehungsweise derzeit als Bundesverkehrsminister zurückgetreten, denn er hatte nicht ein oder zwei Korruptionsaffären, was ja schon viel zu viel wäre, sondern er hat sich 4-mal bestechen lassen, zumindest so die Vermutung. Er wurde auch schon zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt, wegen zum Beispiel Steuerhinterziehung, Betrug und vielem mehr. 2018 musste er auch aus seiner Villa ausziehen, weil er einfach die Rechnung dafür nicht gezahlt hat. Zum Schluss kann man sagen, ich finde es dermaßen witzig, dass ein ehemaliger Politiker, vor allem aus der Partei CDU, jetzt beim Dschungelcamp ist. Denn man muss ja wirklich sagen, das Dschungelcamp und die CDU, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Wenn ihr es auch so lustig findet wie ich, dass ein CDU-Politiker, vor allem einer, der wegen Korruption zurückgetreten ist, im Dschungelcamp ist, dann lasst doch gerne dem Video mal ein Like da. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das war's jetzt leider schon mit dem Video. Damit ihr mich aber nicht so schnell vermisst, schaut doch gerne meine anderen Videos an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag. Und falls ihr morgen das Dschungelcamp anguckt, dann viel Spaß dabei. Jetzt will ich aber auf jeden Fall sagen, haut rein und ciao!